Hallo, hier ist wieder Sven von Bauityourself. Heute wollen wir euch zeigen, wie man in einem Haus einen Sturz einbaut, wenn man es mit einer tragenden Wand zu tun hat und man diese trotzdem entfernen möchte. Wie wir zum Beispiel diese hier. Wir wohnen in einem alten Zweifamilienhaus, möchten das Ganze zu einem Einfamilienhaus umgestalten und somit das Treppenhaus, was ihr draußen vielleicht im Moment seht, integrieren in den Wohnraum. Dazu wollen wir diese Wand entfernen. Dummerweise liegen draußen, das seht ihr nicht, die Bettungträger auf dieser Wand auf. Das heißt, diese ist tragend und somit muss man das Ganze abstützen. Sonst kommt natürlich die Decke runter, weil von alleine hält sie nicht in der Luft. Wir zeigen euch heute, was man machen muss, um eine tragende Wand zu entfernen, wie die Vorbereitungen aussehen, was man beachten muss und wie man das Ganze einbaut. Und jetzt legen wir los. Und wie immer im Leben ist eine gute Vorbereitung die halbe Miete. Was wir hier machen ist, wir haben schon mal ein Loch in der Wand ausgespart. Das können wir problemlos tun, weil wir hier oben noch eine Art Betonsturz drin haben, die von oben abfängt. Wir haben es schon mal vorbereitet, wir haben das Loch rausgenommen. Das wird der Auflieger für den Stahlträger. Wir haben uns für einen Stahlträger in 24 cm Tiefe entschieden. Wie ihr hier seht, ist die Wand nur 12 cm dick. Deshalb gehen wir hin, mauern hier nochmal in 12 cm Dicke vor, dann kommen wir insgesamt auf 24 cm und bauen hier oben dann bis zu diesem Strich in 24 cm Tiefe einen sogenannten Betonauflieger. Das ist ein Lastverteiler, damit die Auflage oder die Kraft, die der Sturz auf die Wand ausübt, in die Wand verteilt wird und nicht nur punktuell auf die Wand wirkt, vorne wo er aufliegt. Also wir mauern das Ganze jetzt hier hoch. Verschalen das oben dann, betonieren es aus mit Stahl, damit auch die Zugkräfte aufgenommen werden und dann können wir auf der anderen Seite weitermachen. Die eben genannte gute Vorbereitung bezieht sich nicht nur auf die Wand selbst, sondern natürlich auch auf den Untergrund, wo wir unseren Vorbau, nenne ich es jetzt mal, drauf gründen werden. Wir werden jetzt erstmal diesen alten Belag entfernen, um dann sauber vom Betonbelag aufbauen zu können. Dass wir hinterher hier irgendwelche Rissbildungen haben und dann die Wand instabil wird, nur weil wir am Anfang etwas geschludert haben. Wenn ihr Fliesen rausspitzt, bitte wie immer auf den Arbeitsschutz achten. Ich trage dazu immer, wie ihr seht, Gehörschutz, eine gute Brille, weil manchmal lösen sich ganz spitze Steinchen und spritzen in der Gegend rum, nicht dass es ins Auge bekommt. Und einen guten Mundschutz, weil es sich doch ziemlich viel Feinstaub entwickelt. Und ihr seid gut geschützt. Jetzt hauen wir die Dinger raus. So, das dürfte erstmal reichen für unsere Unterlage. Wir machen das Ganze 50 cm breit. Wie ihr seht, kriegt ihr wie immer in alten Häusern ziemliche Überraschungen zu sehen, wenn ihr Bodenbeläge entfernt. Hier hat man einfach Rigipsplatten irgendwie zwischendrin als Grundlage reingebaut. Sollte man bei weitem nicht tun. Gut, dass wir es rausgemacht haben. So, jetzt sauber machen und dann geht es ans Hochmauern. Damit sich der Mörtel, der Mauermörtel, mit dem ihr die Steine hochmauert, auch richtig mit der Wand verbindet, nässt diese bitte ein bisschen vor. Dann ist die Verbindung einfach besser. So, dann geht es ans Mauermörtel anmachen. Tut mir hier wieder einen Gefallen, kauft nicht das ganz billige Zeug. Das taugt einfach nichts. Wir haben uns hier für einen Sack von der Firma Sacred entschieden. Die haben immer eigentlich sehr gute Ware im Angebot. Das Mischverhältnis auch bitte genau beachten. Es ist auf jedem Sack hinten drauf beschrieben, wie viel Liter Wasser ihr für den Sack verwenden sollt. Auch ganz wichtig wieder Arbeitsschutz. Das Zeug staubt ohne Ende. Nehmt einen Mundschutz. Es kann spritzen und ätzt. Nehmt einen Augenschutz. Und füllt vor allen Dingen erst das Wasser in den Bottich, dann staubt es nicht ganz so arg. So, wir legen jetzt los, rühren das Ganze wieder auf mit unserem super guten Güterührgerät hier. Wir verlinken euch das in der Infobox nachher. Mit dem Teil sind wir echt hochzufrieden und man kriegt wirklich jede Art von Material super gut gemischt. So, dann geht's ans Mauern. So, als Grundlage gucken, dass ihr eine gleichmäßige Schicht auf dem Boden auftragt, dann wird der Stein draufgesetzt. Ich mache jetzt auch noch eine Schicht Mörtel hinten auf den Stein drauf, dass der sich mit der Wand verbinden kann. Wenn er das nicht macht, ist das Ganze zu lose und verbindet sich nicht mit der schon bestehenden Wand.
zu gefährlich. Also auch hinten ein bisschen Mörtel drauf, dass sich das Ganze stabilisiert. Ganz wichtig, wenn ihr eine Mauer baut, ist immer wieder mit der Wasserwaage zu kontrollieren, ob wirklich jeder Stein auch im Wasser ist. Sowohl in dieser Richtung, was hier schon perfekt passt, als natürlich auch senkrecht, weil ihr wollt dann ja schließlich auch eine wirklich senkrechte Wand haben und keine, die euch wegkippt. Besonders der erste Stein ist dann natürlich extrem wichtig, weil auf dem alles andere aufbaut. Hier sauber arbeiten, dann habt ihr hinterher leichter die Mauer hochzuziehen. So, weiter geht's mit dem nächsten Stein. So, den letzten Stein brauchen wir jetzt nicht in voller Höhe, das wären hier 23, ein bisschen Zentimeter. Wir brauchen exakt 20, um oben eine gerade Auflagefläche für unseren Betonsockel dann zu haben. Deshalb gehe ich jetzt einfach mit der kleinen Flex hin, flex das auf beiden Seiten den lang und brich es dann ab und dann haben wir exakt die 20 cm. Für unseren Betonsockel drüben bauen wir jetzt eine Verschalung. Dazu nehmen wir einfach ganz normale OSB-Platten, bauen die vier Seiten zu, machen das mit Winkeln zusammen. Die ersten zwei Bretter für die langen Seiten habe ich jetzt schon gesägt. Die kurzen Seiten kommen jetzt dran. Wie ihr seht, haben wir eine ganz, ganz tolle Kappsäge mit Laservorrichtung. Da zeigt man den Strich einfach an, setzt den Laser drauf und dann kann man dem Laser entlang einfach kurz durchschneiden. So, nicht schön, aber selten und wahrscheinlich auch nicht sonderlich stabil durch jeweils einen Winkel an der Seite. Aber das hält den Beton auf jeden Fall innen drin. Jetzt setzen wir das Ganze drauf und dann wird betoniert. So, unsere Verschalung ist jetzt aufgesetzt und jetzt geht es ans Betonieren, dann wird Beton eingefüllt und zwischendurch immer wieder ein bisschen Stahl eingelegt, damit die Zugkräfte aufgenommen werden. So, wir füllen jetzt schichtenweise, wie ihr hier seht, immer einen Beton ein, stampfen den mit was immer ihr zur Hand habt. Wir haben hier einen kleinen Holzklotz genommen, mit dem könnt ihr das richtig schön verdichten, damit keine Luftbläschen dazwischen sind. Dann kommt wieder Stahl rein, ich habe ihn hier schon wunderschön gebogen, der wird eingebettet. Und dann kommt wieder eine Lage Beton. Am besten ihr macht es mit der Hand, weil mit der Kehle kommt ihr nicht gescheit oben rein. Unser Betonaufleger ist jetzt fertig gegossen. Wir haben immer wieder verdichtet zwischendurch. Oben jetzt eine schöne Oberfläche geschaffen, indem wir noch ein kleines bisschen Wasser oben drauf und nochmal gestampft haben. Dann sieht das Ganze so aus. Das reicht hervorragend als Auflage. Wir haben jetzt Abstand 26 cm bis zur Decke. Eigentlich bräuchten wir nur 23,5 für den Betonträger, aber dass wir noch ein bisschen Spiel haben beim Einbauen, weil diese, nicht Betonträger, Stahlträger, weil diese Stahlträger nicht allzu leicht sind. Man rechnet hier pro Meter ungefähr mit 62 Kilo. Wie ihr sehen könnt, ist unser Betonblock oder Betonauflieger jetzt fertig gegossen. Wir haben die Verschalung abgenommen, in einem nächsten Schritt die Decke abgesprießt mit solchen Baustützen, großen Balken drüber, damit die Decke natürlich oben bleibt, wenn wir jetzt nachher im weiteren Schritt dann die Wand hier rechts von uns rausnehmen werden. Wichtig ist, klärt das Ganze mit einem Statiker ab, dass ihr die Wand so entfernen könnt, was für einen Träger ihr einbauen sollt. Da kommt es auf die Stärke, auf die Dicke und so weiter an. Wie gesagt, lasst euch da von einem Fachmann beraten, was zwingend notwendig ist, sonst fällt euch irgendwann das Dach auf den Kopf. Was natürlich genauso wichtig ist, die andere Seite nicht zu vergessen von der Wand. So, wir fangen jetzt mit dem Abriss der Wand an. Damit ihr eine saubere Bruchkante bekommt, haben wir uns hier angezeichnet, weil wir eine kleine Trempelwand für die Treppe stehen lassen wollen in diesem Bereich. Fahrt einfach mit der Flex dem Strich entlang nach und dann kriegt ihr eine saubere Bruchkante und könnt den Rest ganz normal raushauen mit dem Abbruchhammer.
Wir haben jetzt hier oben auf der Mauer eine Betonauflage gefunden. Die hat aber keinerlei tragende Wirkung. Das ist nicht mit einem Sturz zu verwechseln. Was früher gemacht wurde, man hat die Mauer hochgemauert, hat dann noch ein Rest übrig gehabt, um auf Deckenniveau zu kommen, und hat es dann einfach verschalt und mit Beton ausgegossen, damit man keine Steine kleinschneiden musste. Wie gesagt, dieser Betonauflieger hat keinerlei tragende Wirkung. Es ist ein bisschen Stahl drin. Man sollte ihn aber auf jeden Fall runter machen, weil er sich nicht mal von selbst alleine an der Decke halten könnte. Also durchs Eigengewicht würde er eh runterfallen hinterher und wäre ein hohes Sicherheitsrisiko. Deshalb runternehmen, am besten in Meterstücken. Ob ihr das anflext oder direkt mit dem großen Abbruchhammer runterreißt, ist eigentlich relativ egal. Aber es ist Stahlbeton und wiegt natürlich einiges. Den könnte ich unsere Baustelle jetzt soweit vorbereitet, dass wir den Träger einbauen können. Ich erkläre euch jetzt kurz, wie wir das machen, weil nachher mit diesem, ich schätze mal, 160 Kilo schweren Träger werden wir nicht zu viel Zeit haben, das Ganze nochmal detailliert zu erklären. Also was wir vorhaben, nochmal kurz zurück. Es ist immer gut, sich, bevor man was tut, besonders wenn man mit so schweren Sachen arbeitet, sich einen Plan zurechtzulegen. Unser Plan sieht folgendermaßen aus. Wir werden diesen Träger als erstes auf diese Stütze da drüben, das ist ein handelsübliches Gerüst, also ein Gerüstunterbau, wiegt, ich glaube, 20 Kilo und trägt 1,5 Tonnen, also da kommen wir locker hin. Wir werden das mit ein paar Mannen, die nachher noch kommen, als erstes da drauflegen auf einer Seite. Das Ganze dann hinten auf der Treppe mit hochnehmen, oben auf den Betonaufleger drauflegen und dann Stück für Stück ja, quasi hochfahren. Lasst euch ein bisschen Luft nach oben und unten, dass ihr mit diesen schweren Trägern hantieren könnt. Sonst habt ihr ein Problem, das Ganze reinzufahren. Also wenn ihr wirklich auf Maß das Ganze, der hat jetzt 23,5 cm Höhe, wenn ihr das Ganze wirklich auf Maß die Aussparung lasst, dann habt ihr ein Riesenproblem, das hinterher sauber einzupassen. Da reicht dann 1 mm, wo er es nicht reinbekommt, und dann steht ihr da mit 150 Kilo auf der Schulter und könnt es nicht reinfahren. Das wäre Horror. Dann wird es so sein, dass auf beiden Seiten die Stahlstützen den Träger oben halten. Und erst danach werde ich dann das Quadratrohr, das drüben dann im Endeffekt den Träger oben halten soll. Also da legen wir es nicht auf der Wand auf, sondern da kommt auch eine Art Stahlstütze drunter, so ein Quadratrohr. Die werde ich dann erst auf Maß bestellen und hinterher dann von der Seite sauber reinfahren, oben verschrauben. Deshalb haben wir hier hinten, hoppla, haben wir hier hinten auch schon 4 Bohrungen drin. Die kommen dann allerdings nach unten, wo wir dann das Quadratrohr unten genau mit dem Träger verschrauben. Das gleiche wird dann auch unten gemacht, also dieses Quadratrohr hat unten auch eine Platte dran, wo man es im Boden dann verankern kann. Und dann sollte der Träger soweit stabil, gut eingemörtelt da oben liegen und die Decke tragen. Soweit die Theorie. Wie es nachher laufen wird, werdet ihr sehen. Wir haben jetzt die Stahlstrebe oben ins Wasser gebracht, wir haben sie ausgerichtet, haben danach die Höhe von Unterkante bis Oberkante Boden gemessen und haben dann danach unser Quadratrohr bestellt, weil das ja Millimeter genau drunter passen muss. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe die Stützen noch ein bisschen weiter hochgedreht, dass ich ein bisschen Luft habe, um die Stahlstütze hier drunter zu kriegen. Haben die dann drunter geschoben. Oben fixiert mit Schlosserschrauben, die werden meistens mitgeliefert, wenn ihr das eurem Schlosser sagt. Wie ihr seht, ich kann das unten jetzt bewegen, das hängt unten noch in der Luft, weil es nur oben fest ist, gehalten durch die Stahlstützen. Was wir jetzt machen, wir bringen das Ganze ins Wasser, weil die Stütze muss wirklich zu allen Seiten zu 100% im Wasser sein. Und fixieren sie danach unten im Boden mit 4
sogenannten Schwerlastankern. Bitte achte darauf, dass er die Schrauben hier oben jetzt noch nicht anzieht. Die werden nur zusammengesteckt und die Mutter leicht draufgeschraubt, dass das Ganze noch ein bisschen Spiel hat, sonst könnt ihr unten das Ganze nicht ausrichten. Wir haben das Ganze jetzt 100% ins Wasser gebracht. Nehmt eine möglichst lange Wasserwaage, dann bekommt ihr ein genaueres Ergebnis. Haben es mit einem Anker unten jetzt schon fixiert, wie man sieht. Ich hoffe, ihr seht's. Und wir werden jetzt hingehen, die Stahlsprieße wegnehmen, damit die Last nur noch auf dem Quadratrohr drauf liegt. Wir werden dann die restlichen Anker bohren und verankern. So sehen diese Schwerlastanker aus. Die halten wirklich einiges aus. Wie groß die sein müssen, lasst ihr euch bitte auch vom Statiker berechnen. Der sagt euch genau, welche Bohrungen, welche Schwerlastanker da rein müssen. Noch ein Tipp. Die Bohrlöcher sollten nicht unbedingt viel länger sein als die Schrauben selber. Um das auf eurem Bohrer, wenn ihr keinen Anschlag habt, hier war auch mal einer dabei, aber wie es immer so auf Baustellen ist der verloren gegangen. Um die Länge hier zu markieren, haltet ihr das einfach dran und nehmt einen Klebestreifen. Dann könnt ihr euch auf dem Bohrer markieren, wie tiefer reinbohren müsst. Das sieht dann so aus und dann einfach das Loch bohren. So, was sich für mich bewährt hat, ich mache immer ein bisschen Montagekleber mit zu den Dübeln rein. Das hält hinterher bombenfest, das dreht sich nichts mit. Aber passt auf, dass ihr nicht zu viel nehmt. Wenn das Bohrloch sonst voll ist, kriegt ihr keinen Schwerlastanker mehr rein. Dann haben wir. Die Schwerlastanker sind jetzt in allen vier Bohrungen drin. Ich ziehe die jetzt noch schön fest. Werde dann oben noch die Verbindung zwischen Quadratrohr und Träger festziehen und dann gehen wir ans Untermörteln des Trägers oben. Unser Träger liegt jetzt schön unter der Decke. Was wir jetzt noch haben, ist ein kleiner Spalt zwischen Decke und Träger, um einfach den Träger richtig gerade ausrichten zu können. Der muss ja komplett im Wasser sein. Die Decken sind meistens etwas schief, somit kriegt man den nicht komplett runter, dass die Decke aufliegt. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch unterfüttern, sonst würde ja die Decke runterkommen. Und dazu braucht man einen Spezialmörtel, also nicht einfach einen ganz normalen Mauermörtel oder so nehmen, weil der schwindet beim Trocknen, sprich der verringert sich das Volumen und dann habt ihr wieder ja, ein bisschen Luft dazwischen und dann kann sich die Decke trotzdem setzen und ihr kriegt Risse im Geschoss 1 drüber. Wir verwenden hier einen speziellen Unterstopfmörtel. Jetzt geht es ans Stopfen. Das ist ein bisschen eine unangenehme Arbeit, weil man direkt unter der Decke arbeitet und nicht so richtig hinkommt. Einfach den Mörtel auf die Kelle aufziehen, dann die Kelle oben ansetzen und anfangen mit so einer kleinen Kelle hier, wie ihr es hier seht, einfach das Ganze unterstopfen. Achtet darauf, dass es am Ende ziemlich dicht gestopft ist, also von beiden Seiten, dass ihr komplett drunter den Mörtel drunter habt, um eine vollständige Auflagefläche zu haben. Ich mache das jetzt kurz fertig und dann zeige ich euch nachher das Endergebnis. Unser Unterstopfmörtel hat jetzt 28 Tage gebraucht, um nach Herstellerangaben auszuhärten. Das ist jetzt erfolgt. Wir haben auch den Stahlträger oben schon mit Ütungssteinen ausgekleidet, um das Ganze jetzt beblanken zu können. Dazu nehmen wir handelsübliche Rigipsplatten. Die kommen mit Flexkleber einfach dran geklebt. Und dann ist das Ganze soweit fertig. Wie es dann beplankt aussieht, können wir euch noch kurz drüben zeigen. Da haben wir nämlich den zweiten Stahlträger schon erledigt. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es wirklich fertig beplankt ist, mit den Eckschutzschienen verkleidet ist und abgespachtelt. Das müssen wir jetzt noch abschleifen. Und hinterher werden wir das Ganze wahrscheinlich sogar farblich in Szene setzen, dass es als Eyecatcher in der Wohnung wirkt. So, das war die Mission Stahlträger einbauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Sven vom Bau-It-Yourself-Team.